Gesammelt habe ich während 50 Jahren und ich habe meinen Zeitraum, diese 50 Jahre, in etwa dokumentiert. Das fing an mit Surrealismus, das ging in den abstrakten Expressionismus, dann die Gegenbewegung, das war der Minimalismus und eine ganz andere, aber europäische Kunstrichtung war Arte Povera. Zu Beginn mit dem Surrealismus kaufte ich Schweizer Künstler. Ich hatte Brignoni, ich hatte Seligmann, ich hatte auch Tomkins. Und sehr viel später, um diese Künstler gegenüberzustellen zu wichtigen Weltkünstlern, kaufte ich als mein zweitletztes Werk eine ganz bedeutungsvolle Zeichnung von Gorki, Gilles Gorki. Und stelle ihn jetzt mitten in diese Schweizer Sammlung. Und dann kam dazu auch noch ein weiterer weltbekannter Künstler, David Smith, und der zusammen mit Gorki in Europa etwas Neues darstellt. Man kennt diese Künstler in ganz Europa praktisch nicht. Der abstrakte Expressionismus war für mich der Weggang vom Surrealismus. Ich wollte in die Abstraktion gehen. Erst sehr viel später, als ich meine Firmenanteile verkaufte, transformierte ich dieses finanzielle Vermögen in eine Kunstsammlung im obersten Bereich. Und da kamen die ganz Großen dazu, wie de Kooning mit etwa 9 Arbeiten und noch einige andere. Wieder eine andere Bewegung und für mich eine Gegenüberstellung Amerika-Europa war dann die Kunst der italienischen Gruppe Arte Povera. Und anstatt dass ich von 10 Künstlern je ein Werk gekauft habe, rief ich Benone an und fragte ihn, ob er mir 2 Räume gestalten würde auf der Basis von Werken, die ich schon hatte. Und er kam hierher und er hat mir 2 wunderbare Räume gestaltet, die eine eindrückliche Gegenüberstellung der amerikanischen Kunst zur europäischen Sensibilität darstellt. Eigentlich schon früh Skulpturen gesammelt. Da war Ellsworth Kelly einer der wichtigen Künstler mit 2 Skulpturen, die ich im Eingang habe vom Haus. Und da kam der andere große Künstler dazu, das ist Chamberlain. Und der dritte große im Bunde ist der Künstler de Kooning, der während einer kurzen Zeit, vielleicht 5, 6 Jahre, sich auch der Bildhauerei zugewandt hat und dort einige sehr wichtige Skulpturen geschaffen hat. De Kooning, da hatte ich die Chance und den Willen, ein breites Bild darzustellen von diesem Künstler. Das Gleiche habe ich gemacht mit Cy Twombly. Er hat sich von der Geschichte auch der Griechen, der Italiener inspirieren lassen, hat sich da vertieft und hat auch das Archaische, die Zeichnungen, die Graffitis und so weiter, hat er sich dort
bereichert und hat dann diese Schriftbilder gemacht. In der Skulptur ist er ein großer Meister und unverwechselbar, und andererseits in der Malerei hat er so viele Phasen durchlebt, dass er für mich einer der größten Künstler überhaupt im letzten und teilweise in diesem Jahrhundert gewesen ist. Es war immer sehr schnell bei mir klar, welche Werke haben eine Chance in meiner Sammlung, und ich konnte natürlich mit meinem Raumprogramm konnte ich klar sehen, welche Werke verschiebe ich wieder zugunsten von anderen, welche bringe ich zusammen, damit Dialoge und eine ganze Geschichte entsteht. Und heute ist es so, dass man von jeder Situation immer 4, 5 Bildsituationen hat. Man kann entweder sich konzentrieren auf ein Bild und man dreht sich leicht und da kommt eine zweite, dritte, vierte Situation dazu, und da sind einfach viele Zusammenhänge. Lebensplanung war es immer so, dass ich neben einem Beruf noch einen zweiten Beruf oder eine zweite Lebenserfüllung suchte. Und heute ist das etwas, das mich bis zum letzten Tag des Lebens begleiten wird. Ich kann in Museen gehen. Ich habe dank der Kunst habe ich so viele Erfahrungen, andere Menschen kennengelernt. Es ist ein Riesengeschenk, das ich hier mir gemacht habe, mit meiner Passion und mit meiner Geduld und mit meiner auch Hartnäckigkeit, diese Sammlung aufzubauen.